Warte, Stefanie, jetzt haben wir in den letzten zwei Tagen einiges gehört, was auf die Schüler im neuen Schuljahr zukommt. Bevor wir uns jetzt über die Details und was genau jetzt für Maßnahmen geplant sind, um einen sicheren Schulstart zu gewähren, uns unterhalten, lassen Sie uns kurz auf ein Thema zurückkommen, das vielleicht ein bisschen unangenehmer ist, aber doch auch die Medien die letzten zwei Tage beschäftigt hat, nämlich, dass es doch einen gewissen Anzahl oder einen gewissen Prozentsatz an Lehrkräften in diesem Land gibt, die den Maßnahmen zumindest, sagen wir es mal so, mit Vorbehalt oder kritisch gegenüberstehen. Und es hat sich auch so eine Gruppe, eine kleine, aber dennoch Gruppe gebildet, die sich auch klar dagegen ausgesprochen hat, zum Beispiel sich impfen zu lassen oder in Impfpflicht zuzustimmen, beziehungsweise auch den Tests sehr kritisch gegenüberstehen. Dementsprechend mit viel Spannung wurde dieser Gipfel heute erwartet. Was war denn dort jetzt genau mit vor allem dieser sehr kritischen Gruppe besprochen und wie ist denn da der aktuelle Stand? Ja, es war heute ein sehr gutes, sehr konstruktives Gespräch und eine sehr gute Diskussion, sachliche Diskussion mit den Vertretern, insbesondere den Vertretern der Schulen auch, es waren die Direktorensprecher dabei, als auch die Personalvertretungen der verschiedenen Schularten. Und man ist hier auf die, auch mit, gemeinsam mit der Gesundheitsbehörde, es war sehr wertvoll, weil hier ganz effiziente Lösungen auch gefunden werden konnten. Gut, die Fragen auch, es waren einige Fragen, die gut beantwortet werden konnten. Wichtig ist uns, oder wichtig ist das gemeinsame Ziel. Und das war bei allen, das war einheitlich, nämlich Schulschließungen, Distance Learning zu vermeiden. Alles zu tun, dass der Präsenzunterricht durchgeführt werden kann, und zwar langfristig. Das ist das gemeinsame Ziel heute gewesen im Bildungsgipfel von allen Vertreterinnen und Vertretern, und das war uns natürlich das Allerwichtigste. Es gibt wir haben rund 6.500 Lehrerinnen und Lehrer, und es gibt eine Gruppe, die Probleme hat. Das können wir auch verstehen, dass jemand Angst das hat oder Probleme bei einer Impfung oder bei einem Abstrich. Wir möchten hier wirklich versuchen, mit viel Aufklärungsgesprächen, es finden Webinare auch statt, um hier noch einmal zu erklären, aufzuklären, auch die Bedeutung einer Impfung und auch hier über die Gesundheit Alternativen zu suchen zum PCR-Test. Es ist heute eben auch diskutiert worden, wenn allenfalls PCR-Test hier Alternativen kommen, dass man zum Beispiel hier auch eine Möglichkeit findet, zu spülen anstatt der Abstrich oder nur einen Rachenabstrich. Da bemüht sich jetzt die Gesundheitsverantwortlichen, dass man das vielleicht einrichten kann. Oder es sind da Apotheken, es sind niedergelassene Ärzte, die hier vielleicht Alternativen finden. Das war heute ein ganz wesentliches Ergebnis, dass wir hier uns bemühen, solche Möglichkeiten zu finden, gemeinsam eben mit Aufklärungsgesprächen. Was auf keinen Fall, und das war uns auch allen Vertretern ganz wichtig, dass hier auch keine Spaltung erfolgen soll in den Schulen. Man sagt, geimpfte, nicht geimpfte. Das soll es ja nicht sein. Wir haben also ein sehr schwieriges Jahr hinter uns, insbesondere ja die Schulen, die Lehrerteams, die Direktoren. Und einmal mehr möchte ich mich da auch ganz herzlich bedanken für diesen riesigen Einsatz täglichen. Und das war auch das, was uns so, wo es eine gemeinsame Stimmung, eine Aufbruchstimmung war. Und die möchten wir erhalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir möchten auch niemanden im System verlieren. Jetzt